Am Samstag war mein Mann, mein Ex-Mann, mit meiner Tochter hier. Sie sollte ein Bauchnabelpiercing bekommen. Ja und? Sie hat kein Bauchnabelpiercing bekommen. Sarah, Schätzchen, kommst du jetzt bitte? Stattdessen hat sie das hier bekommen. Ein Spinnennetz-Tattoo mitten im Gesicht, die Nase und die Lippen sind gepierst, die Zähne wurden spitz gefeilt und die Zunge gespalten. Ja, sieht doch geil aus. Zeig mal, Sarah. Ja, sie traut sich nicht. So schlimm sieht das aus. Von den Piercings, die man jetzt nicht sieht, möchte ich gar nicht reden. So, ihre Tochter heißt Sarah Snake? Nein, Sarah Schnake. Ah, das ist die Sauklaue vom Freddy. Ich sag jedes Mal, Freddy schreibt deutlich, aber der war halt nur 4 Jahre in der Schule und zwar nur in der ersten Klasse. Ja, tut mir leid, da wurden wahrscheinlich 2 Aufträge verwechselt. Es tut ihnen leid und das ist alles. Ja. Meine Tochter hat morgen ein Vorspiel bei Jugend musiziert. Sie möchte Konzertviolinistin werden.